Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich möchte heute gerne noch mal den Web-Effekt machen in dieser ovalen Form. Ich habe mir schon ein bisschen was abgefüllt und mische mir jetzt meine Farben. Die Becher sind schon benutzt, wie in letzter Zeit ab und zu mal. Man muss ja nur ein bisschen was zusammenmischen und das war's dann. Ich nehme jetzt hier die schwarze Pigmentpaste von Stefanie Etter. So, ich kann es gar nicht genau sagen. Ihr seht es, hängt so ein bisschen im Spatel. Das rühre ich da rein. Und dann nehme ich diesen Becher. Das ist eigentlich klares Harz, das Mastercast. Da gebe ich jetzt mal ein paar Tropfen rein von dem weißen Pigmenttrop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann gebe ich hier die Farbe Mango rein. Resin Ink. Vielleicht mal drei Tropfen. Und noch etwas Parklands Pigment Pulver Interference Rose. Alles Produkte von Etta. Die habe ich am allerliebsten. Diese sind wir mal da. So ein bisschen was rein. So ein bisschen Schimmer. Ich möchte nicht zu viel reingeben. Okay, das muss ich gleich alles noch verrühren. Ganz gewissenhaft. Und dann habe ich noch Klares. Eigentlich Klares. Da gebe ich jetzt mal hier das Mamba Green rein. Mamba Green hinein. Mamba Green rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt möchte ich nur so ein bisschen einfarben. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich noch mehr reingeben muss. Ich möchte ja schon einen schönen Farbton haben. Ich gebe nochmal 5 rein, also 10 Tropfen auch von dem hier. 1, 2, 3, 4, 5. Sind insgesamt 10 Tropfen. Weil ich habe schon vor längerer Zeit von der Stefanie Muster erhalten von den Chamäleon-Glittern. Und das ist das Grün. Ich glaube, es heißt Luxury Green. Das ist jetzt dann erhältlich. Ich war letzten Herbst bei ihr auf dem. Es war eine Kunstnacht und da hat sie dann mir von allen Farben was mitgegeben. So eine kleine Menge, aber zum Ausprobieren. Und die anderen Farben sind schon im Handel. Diese noch nicht. Ich habe es noch gar nicht die benutzt. Und dann dachte ich so, oh, jetzt muss ich aber mal benutzen. Und dann versuche ich es mir hier vielleicht eine schöne Schale zu machen. Mal schauen, ob ich den Zeitpunkt erwische. Sonst kann man es ja noch erwärmen. Und vielleicht auch irgendwo reindrücken oder ich lasse einfach flach. Ich muss mal schauen, wie es rauskommt. Also, mischt euch die Farben gut zusammen, rührt rum, geht an den Kanten entlang, streift den Spatel ab und dann seht ihr ja, ob es gut vermischt ist. Ich muss gleich noch ein bisschen weiter rühren. Hier das gleiche mit dem Weiß. Ist danach so ein Orangeton mit Weiß. Mango und Pigmentpulver. So. Und das Schwarz, das muss ich hier noch gut rühren. Ein Web-Effekt hatte ich ja neulich schon mal gemacht und ich fand es so wunderbar. Und es ist eigentlich vom Prinzip her ganz einfach. Aber das heißt ja auch nicht, dass es immer was wird. Also ich rühre mal noch gut rum. Dann hole ich euch gleich wieder dazu. Ich werde mir schon mal meine Form hier zurechtlegen und es geht gleich weiter. So, jetzt geht's los. Also, ich nehme als erstes mein Schwarz und versuche das dünn am Rand entlang zu geben. Ich weiß auch nicht, wie ich hinkomme. Die Seite ist irgendwie ungeschickt zum Gießen. Ich muss mal hier weitermachen. Klar, ich habe jetzt einen gebrauchten Becher, aber wenn ihr einen frischen nehmt, könnt ihr euch das knicken. Dann könnt ihr da auch besser in die Ecken rein gießen. So. Oh, jetzt kringelt sich's wieder. Einmal ist es ein bisschen blöd. Es ist ja irgendwie auch ungeschickt. Ich versuche das einigermaßen gleichmäßig hier rumzugeben. Meine komischen Kringel hier noch ein bisschen zu beseitigen, aber irgendwie manchmal läuft es nicht so, wie man das möchte.
Aber das ist egal, das ist Handarbeit. Es darf ruhig unregelmäßig sein. Es muss nicht perfekt sein. Wir sind da keine Maschine. Genau, ich denke, das reicht. Okay. Dann, das ist Nummer 1. Als nächstes gebe ich eine Runde von dem Orange da rein. In das Schwarz. So. Und dann gieße ich erstmal mit dem Grün auf. Ein bisschen muss ich mir noch übrig lassen. Für, oh, das ist krass, die Farbe. Ein bisschen muss ich mir noch übrig lassen für mein Glitzer, damit das kann mit dem Grün vermischen. Mal kurz schauen, weil in dem Becher ist es manchmal gar nicht so einfach. Wenn schon Farbe drin war, sieht man nicht, wie weit es noch nach unten geht. Ja, minimal habe ich noch drin. So, und dann verteile ich mir einfach mein Orange. Ich habe mega viel Orange, habe ich gerade festgestellt. Hier nach außen rum. Außen immer. Kreis rum. Es ist mega viel. Oh Gott. Vielleicht hätte ich eher Grün reinmischen sollen. Ich weiß es nicht. So ein bisschen hier rein. Oh je, ich bin gespannt. Gut, das war das da. Und jetzt werde ich noch etwas Glitzergrün anmischen. So viel habe ich ja wirklich nicht. Gebe ich mal die Hälfte rein. Weil das ist so grün-orange Schimmer und deswegen habe ich mir so überlegt, dass es eigentlich ganz gut aussehen könnte mit Grün und Orange. Hier auch gemischt. So, und das gebe ich jetzt einfach hier in die Mitte rein. So. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gleichmäßig in die Mitte gegeben. Okay. Also, den Rest kratze ich jetzt nicht aus. Was ich jetzt mache, erstmal kurz mit dem Feuer hier an den Übergängen ein paar Bläschen wegmachen. Den Rest mache ich mit dem Föhn. Aber so ein paar grobe Bläschen mache ich gerne mit dem Feuer weg. Was ich jetzt noch vergessen habe vorhin, mache ich jetzt aber noch kurz. Wo ist mein Dotting Tool? Ich gehe noch am Rand entlang, wegen etwaiger Bläschen. Ist einfach hier am Rand entlang, dass sie nichts festkleben. Ups, sorry. Okay, ich hoffe, das passt soweit. Ich hoffe, ich habe das Muster nicht verschoben. Und genau. Also, es sieht ja schon heiß aus. Mega Neon. Das Grün ist so leuchtend. Ich nehme euch jetzt noch mit. Ich werde es einfach hier drüber föhnen. Und ich hoffe, das zieht sie schön zusammen und ergibt einen tollen Effekt. Aber ja, wie gesagt, da lasse ich die Kamera noch laufen und mache danach Zeitraffer. Bin gespannt. Auswahlzeit. So sieht es jetzt aus. Ach, bin gespannt. Natürlich habe ich den Zeitpunkt verpasst, um es zu wenden, aber das macht nichts. Wow. Boah. Aber seht ihr das an? Das Weiß, es hat sich total hier gepunktet. So knapp, ich habe mich schon gewundert hier. Waren so ein paar einzelne Punkte. Ach, das sieht ja witzig aus. Warum? Außenrum total mit Punkten. In der Mitte der Glitzer.
Toller Webeffekt, aber ich hätte das mit grün machen sollen, statt mit dem Orange. Aber es passt gut trotzdem. Mega. Toller Webeffekt. Hab da auch sehr stark mit Föhn nachgeholfen. Ich finde es echt witzig. Sieht cool aus, gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Lasst mal einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Ein Abo. Und Daumen hoch. Ich bin gerade noch am Schauen. Ich finde es so total witzig, dass da überhaupt kein Crackle-Effekt entstanden ist, sondern hier wirklich nur diese Punkte. Und der Glitzer ist mega toll. Schön. Doch, gefällt mir sehr gut. Genau, also, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Und ja, bin mal gespannt, was ich als nächstes zaubere. Wenn ihr mal irgendwas Spezielles sehen wollt, lasst mich wissen in den Kommentaren. Und vielleicht kann ich ja mal was ausprobieren. Also, bis dann mal. Ciao, ciao.